تعانق دمعه الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمه. Assalamu alaikum, liebe Geschwister im Islam. Ich werde mich in diesem Kommentar zu einem Vorfall in der Türkei äußern, der gerade sehr viral geht. Es wird sehr eintönig darüber berichtet und es gibt überhaupt keinen Hinweis für eine objektive Haltung. Es geht um eine Frau, die behauptet, dass ihr Vater sie, als sie 6 Jahre jung war, an einen erwachsenen Mann verheiratete. Sie behauptet, regelmäßig misshandelt worden zu sein. Damit ihr aber ein allgemeines Bild bekommt, fasse ich euch das mal zusammen. In der Türkei gibt es eine Tarikat, die sich Hiranur Vakfı nennt und der İsmail Aga Cemaat gebunden ist. Einer der führenden Köpfe dieser Tarikat ist ein älterer Herr namens Yusuf Ziya Gümüşel. Er hat 4 Kinder, seinen Sohn Muhammed Sıddık Gümüşel, dann seine Töchter in chronologischer Reihenfolge. Hatice Kübra Gümüşel, Fatima und Ayşe Umeyra Gümüşel. Es geht um Hatice Kübra Gümüşel, das zweitälteste Kind. Sie heiratete einen Mann namens Kadir İstikli. Sie sind mittlerweile getrennt. Hatice hat eine Anklage erhoben mit der Begründung, dass ihr Vater sie mit Kadir verheiratete, als sie 6 Jahre alt war. Ab dem 7. Lebensjahr habe ihr Mann sie regelmäßig misshandelt. In einem späteren Zeitpunkt veröffentlichte Haber Türk am 8.12.2022 einen Artikel. Da wurde eine Tonaufnahme in Text verfasst. Die Aufnahme stammte von Hatice ab, wie sie mit ihrem Ex-Mann Kadir İstikli eine Unterhaltung führte. Diese Unterhaltung wurde von dem Reporter Timur Soykan veröffentlicht und später dann von Sevilla Yilmaz. Daraufhin folgte eine Kettenreaktion. Alle türkischen Medien haben das nur als das Gesprächsthema des Landes dargestellt. Promis, bekannte Geistliche und berüchtigte YouTube-Prediger haben zu Wort gegriffen und diese abscheuliche Tat und die Täter verurteilt. Die Familie von Hatice, insbesondere ihre Eltern, litten sehr unter dem medialen Druck und dem Druck des Volkes. Die Ermittlungen laufen noch. Die Geschwister von Hatice haben Stellungnahmen in unterschiedlichen medialen Fernsehsender gestartet und über die von Hatice aufgestellten Behauptungen gesprochen und Klarheit ans Licht gerückt. Soweit die Sachlage. Gehen wir aber jetzt ins Detail. Die Tarikat-Schulen in der Türkei haben nicht einen ganz sauberen Ruf. Einige Misshandlungsvorwürfe an Kindern kamen ans Tageslicht. Daher reagieren die Menschen sehr emotional und ziemlich subjektiv, wenn wieder so eine Nachricht verbreitet wird. Gerechterweise muss ich hier jedoch sagen, so wie man nicht jeden Pfarrer wegen Kindesmissbrauch beschuldigen kann, genauso kann man das Gleiche auch nicht über jeden Tarikatscher sagen. Man misst eine komplette Gruppe nicht aufgrund einzelner Individuen. Ich selber mag diese Tarikatscher in der Türkei natürlich nicht. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal sehr ausdrücklich betonen. Wenn ich ein Gegner der Tarikatscher in der Türkei bin, dann bedeutet das nicht, dass ich ein Gegner von Tarikat bin. Denn Tarikat gibt es im Islam. Nichtsdestotrotz muss ich gerecht und fair bleiben. Ich bin dazu verpflichtet, als Muslim objektiv die Frage zu beantworten. Wer ist der Unterdrücker und wer ist der Unterdrückte? Eine Tatsache ist unausweichlich klar. Alle medialen Berichte berufen sich auf eine simple Aussage, die allerdings mit einer Anklage geschmückt ist. Die simple Aussage einer Frau, die als Opfer dargestellt wird und ihre komplette Familie als Schuldige verurteilt wurde. Und verurteilt wurde bedeutet nicht, dass das Gericht sie verurteilt hat. Nein, die Medien haben sie im Vorfeld verurteilt, bevor es überhaupt zu einem Gerichtsprozess, geschweige denn zu einem Gerichtsurteil kam. Mediengewalt ist viel schlimmer als Waffengewalt und das haben wir an dieser Geschichte eindeutig nochmal erkannt. In Tele 1 sieht man eine Nachrichtensprecherin, die vorher sagte, dass die Ermittlungen laufen und es noch zu keinem Urteil kam. Im selben Atemzug aber stellt sie Hatice als die Missbrauchte dar und ihre gesamte Familie als Täter bzw. ihre Peiniger. Sie findet es schade, dass Politiker und andere Persönlichkeiten mit der Gemeinde des Vaters von Hatice sich haben fotografieren lassen. Haber Türk wie auch Timur Soykan, der mediale Verursacher dieses Geschehens, als auch Sevil Yilmaz, die noch Benzin ins Feuer gekippt hat, berichten voreingenommen und einseitig von dem angeblichen Vorfall. Dabei sollten eigentlich Berichterstattungen von Reportern und Co. voreingenommen und objektiv sein. Das war aber nie der Fall. Die türkischen Medien sind noch viel widerlicher als die deutschen Medien. Die deutschen Medien bleiben noch gefühlslos und sachlich, wenn auch manipulativ. Die türkischen Medien hingegen machen daraus einen Dramafilm mit einem perfekten Drehbuch. Und da die türkische Bevölkerung auf Dramaserien oder Dramafilme sehr schrecklich zugeneigt sind, glauben sie noch an alle Berichterstattungen. Die Medien haben Gedanken in ihren Köpfen erschaffen, wie üblich bei ihnen. Nun sind die Beschuldigten in den Augen des gesamten türkischen Volkes nicht mehr die Beschuldigten, sondern die Schuldigen. Wie kann ein Gericht noch objektiv ein Urteil erlassen, wenn die Beschuldigten im Auge des Volkes und der mächtigsten Gewalt des Landes, nämlich der Mediengewalt, schon als schuldig verurteilt wurden? Es hat einen enorm großen Einfluss auf ihr Urteilsvermögen. Die Haltung der berüchtigten YouTube-Prediger ist genau dieselbe Haltung wie die der Reporter. Ebu Hades, der bei jeder Sache aufgrund von Klickzahlen seinen Senf abgeben muss, ist ein warnendes Beispiel dafür. Er hatte ohnehin schon ein Problem mit den Tarikatçılar gehabt, vor allem dann, nachdem man einen Attentat auf ihm ausübte. Er vermutet, dass die Tarikatçılar das gemacht haben. Für Ebu Hades kam diese Begebenheit natürlich sehr gelegen. Auch Abdülkadir Pollat hat sich dazu geäußert und er tickt genauso. Vor allem deshalb, weil er auch selber mal als Reporter für den IS und anderen Terrororganisationen Berichte geschrieben hat. Er behauptet zwar gerecht zu sein und nicht alle Tarikatçılar zu beschuldigen, doch sein Reporterader lässt schließen, dass auch er voreingenommen ist und dieser Berichterstattung zustimmt. All diesen Menschen sind nicht mehr ansatzweise Beachtung zu schenken.
Was nun die Anschuldigung von Hatice betrifft, man benutzt dieses Bild, um ihre Anklage zu bestärken. Da ist sie als kleines Kind zu sehen mit einem weißen Hochzeitskleid. Darauf stützend wurde nun resultiert, dass das ihr Hochzeitstag mit einem Mann gewesen sei, der 29 Jahre älter war als sie. Ihre Geschwister, insbesondere ihr Bruder Mohammed, machten in ihren Stellungnahmen deutlich, dass das kein Hochzeitstag war, sondern ein Feiertag für Kinder, die den gesamten Koran auswendig gelernt haben. Als Freude für die Kinder ließ man sie kleine Hochzeitskleider tragen. Der Beweis dafür sind die Bilder der anderen Schwestern, die auch Hochzeitskleider trugen, wegen derselben Begründung. Denn auch sie lernten den gesamten Koran auswendig. Als Freude ließ man auch sie weiße Hochzeitskleider tragen. Niemand erhob hier nun den Anspruch, dass sie an diesem Tag geheiratet hätten. Und somit fällt die Behauptung von Hatice und die Medien weg. Nachdem Hatices Geschwister ihre Stellungnahmen veröffentlichten, ließ der Reporter Timur Soykan das natürlich nicht auf sich sitzen. Wie denn auch, sein Ruf steht jetzt im Spiel. Also teilte er danach Bilder, wo Hatice zu sehen sei als ein angebliches 6-jähriges Kind, die in den Armen ihres 29-jährigen älteren Mannes liege. Auch dazu äußerten sich ihre Geschwister und zeigten Bilder von ihrem wirklichen Hochzeitstag, wo sie eindeutig älter war als 6. Mohammed Sadiq Gümüşel sagte in seinem Auftritt in TV5, dass Hatice bei ihrer Eheschließung schriftlich bestätigt hat, mit 17 geheiratet zu haben, ohne gezwungen worden zu sein. Sieht diese Frau auf diesem Bild aus wie ein 6-jähriges Kind? Und beachtet, das ist ihr wirklicher Hochzeitstag. Der Grund für Hatices komische Haltung ist ihr geistiger Zustand. All ihre Geschwister machten in ihren Stellungnahmen deutlich, dass Hatice eine normale, praktizierende und glückliche Frau war. Als sie zum zweiten Mal schwanger wurde, doch das Kind im 4. oder 5. Monat verlor, haben sich ihre Einstellungen und ihre Psyche komplett verändert. Es folgten nur noch Streitereien mit ihrem Ehemann, was dann auch schlussendlich zu einer Scheidung führte. Ihre Schwestern bestätigten, dass sie anfing, sich selbst zu verletzen, indem sie sich schlug oder kratzte oder ihren Arm an die Türklinke oder beziehungsweise an die Türkante schlug. Sie wurde von unterschiedlichen Ärzten behandelt und nahm auch Medikamente. Und ihre Lebensweise hat sich auf Grund auf verändert. Sie vertiefte sich immer mehr in Social Media, schloss sich einem unsittlichen Freundeskreis an und war ständig am Schreiben und Telefonieren, also Dinge, die sie vorher nie getan hat. Als ihre Eltern diese unislamische Lebensweise erkannten und sich Sorgen machten, verbaten sie ihr ihren Zugang zu ihrem Handy. Und ab hier ging schon der ganze Film los, so sagt es ihr Bruder Mohammed. Nun die Frage, wieso sollte sie so reagieren, nur weil man ihr verbat, sich in Social Media rumzutreiben und ständig an ihrem Handy rumzufummeln? Ihr Vater Yusuf Ziya Gümüşel machte ebenso eine Stellungnahme und schrieb, dass in den letzten Jahren es zu einigen familiären und psychischen Problemen seiner 26-jährigen Tochter Hatice kam, was auch zu der Scheidung mit ihrem Ehemann führte. Dann sagte er, Zitat, sie geriet unter dem Einfluss einiger Begebenheiten. Mustafa Deniz, der Moderator der TV5-Sendung, fragte Mohammed Gümüşel, was Begebenheiten zu bedeuten haben. Er antwortete, dass es da, wie auch eben erwähnt, um ihre psychische Situation ging, wie auch um den Einfluss von Social Media und ihrem Freundeskreis, die allesamt auf sie einwirkten. Hatice schrieb Nachrichten, dessen Inhalte von ihren Schwestern gesehen und bestätigt wurden. Zitat, Nachrichten, die wir hier nicht näher erörtern können. Nachrichten an Personen, die in komplett andere Richtungen gingen. Zitat Ende, sagte ihr Bruder Mohammed. Dann verbat man ihr den Zugang zu ihrem Handy und dann rastete sie komplett aus. Im Grunde genommen ist die Reaktion ganz einfach zu erklären. Wahrscheinlich fing sie an, Männer kennenzulernen und mit ihnen zu flirten. Denn ihre Lebensweise ist keine islamische Lebensweise mehr und es gibt wirklich nichts Schlimmeres als eine geschiedene Frau. Sie fühlte sich gefangen und unterdrückt, wie üblich bei Frauen, die mit westlichen, unislamischen Geflogenheiten und Sitten in Berührung kamen. Wenn ein streng religiöser Vater ihr all dies verbietet, ist sie imstande, alles zu tun, um das niemals aufzugeben. Denn ihr gefällt diese Freiheit und die lässt sie sich von niemandem nehmen. Wenn sie dann noch einen psychischen Schaden hat, dann wird die Sache noch viel schlimmer. Mohammed Sadiq Gümüşel sagte in der Sendung, dass Hatice den Kontakt am November 2020 abgebrochen hat und nicht mehr nach Hause kam. Die Familie suchte nach ihr. 4 Monate später hat dann Hatice sich bei ihrem Bruder Mohammed gemeldet und gemeint, dass sie in einem Anstalt sei und sie da nicht oft an ihren Handy rangehen kann. 5 oder 6 Monate später nach diesem ersten Kontakt kam es dann zum zweiten Kontakt. Er, seine Mutter und seine beiden Schwestern gingen dann zu ihr, als sie ihren Sohn abholen wollte. Sie hat nicht viel geredet, aber sie weinte sehr viel und ihre Familie tröstete sie. Sie ging dann zurück in ihre Anstalt und ihr Bruder Mohammed nahm ihren Sohn und begleitete ihn mit ihr zusammen dorthin. Am nächsten Tag bekam die Familie eine Anzeige mit der Begründung, dass Mohammed, seine Mutter und seine Schwestern ihr ihren Sohn entführen wollte, obwohl es dort Kameras gab, die alles aufgenommen haben. Und doch erwirkte Hatice eine einstweilige Verfügung, dass ihre Familie 4 Monate lang sich ihr nicht nähern dürften, ihr und ihrem Sohn. Ab da an hatten sie nicht wirklich mehr Kontakt gehabt, außer dass ihre Familie sie mit Geld unterstützte. Und das ist ihre Dankbarkeit. Kommen wir mal jetzt zu dieser Tonaufnahme, die als Schrift verfasst und von Haber Türk veröffentlicht wurde. Vorweg, liebe Zuhörer, muss die folgende Regel bei Reportagen immer berücksichtigt werden. Es gibt einmal eine Sekundärquelle und eine Primärquelle. Das hier ist eine Sekundärquelle. Und Sekundärquellen sind nicht mal ansatzweise irgendein Beweis für irgendetwas. Was wir also brauchen, ist die Primärquelle und sie ist momentan nicht zugänglich. In der Regel dürfe man Sekundärquellen überhaupt keine Beachtung schenken.
Aber das verstehen unsere Leute natürlich herzlichst wenig. In dieser Sekundärquelle wird nur ein Teil der Unterhaltung aufgezeigt. Grob übersetzt wird jetzt das Folgende gesagt. Hatte ich gesagt, ich wünschte, wir hätten mit 6 Jahren keinen Geschlechtsverkehr gehabt, wir wären definitiv glücklich, oder? Kadir antwortet, also das ist so, wie du sagst. Hatte ich gesagt, wäre unsere Hochzeitszeremonie nicht mit 6 Jahren erfolgt? Ich wünschte, mein Vater hätte diese Beziehung nicht zugelassen, also es wäre keiner dieser Probleme passiert. Kadir sagt, sag mir, ob es etwas zu tun gibt. Können wir umkehren? Hatice antwortete, aber man kann es auch nicht entschädigen. Kadir sagte dann, also ein kompletter Fehler. Wirklich eine gedankenlose Psychologie. Eine unbeabsichtigte Handlung. Es ist etwas Falsches. Ach, wenn ich jetzt meine eigene Tochter hätte, würde ich sie im Alter von 6 Jahren verheiraten? Ich würde es tun. Aber würde ich diese Art und Weise zulassen? Nein, würde ich nicht. Hatice sagt dann, wie konnte mein Vater nicht daran denken? Kadir sagt, denkt der geehrte Hodja denn alles perfekt? Lass es doch gut sein, Allah Allah, also so im Sinne meine Güte. Hatte ich gesagt, also stelle dir vor, meine Tochter ist noch klein, sie ist 6 Jahre alt. Wäre sie dazu fähig, die Beziehung aufzuheben oder nicht, das weiß man doch gar nicht. Okay, einmal, zweimal, danach kannst du beaufsichtigen. Wie soll ich sagen, du kannst dann den Zustand deiner Tochter beaufsichtigen? Das ging jahrelang so. Also nicht einmal, nicht zweimal, es gab jeden Tag Ärger. Es ist wirklich ein großes Problem, Hojan. Kadir sagt dann, es gibt kein Zurück mehr, es gibt sie einfach nicht mehr. Hatice sagt, hier, weil ich noch klein bin. Ich kann dem keine Bedeutung zuschreiben. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist wirklich schwer. Es ist schwer für mich. Du solltest auch meine Sichtweise verstehen. Mein Vater sollte auch meine Sichtweise verstehen. Kadir sagt, bis gestern, bis du gesprochen hast, wussten wir nicht, dass es ein solches Problem gibt, Allah Allah, also meine Güte. Hatice sagt, aber wie kann man es nicht wissen? Kadir sagt, der Mensch weiß es einfach nicht. Wie? Habe ich etwa Psychologie studiert? Nein, habe ich nicht. Hatice sagt, aber um das zu wissen, muss man sich doch nicht in Psychologie auskennen. Stell dir vor, du bist noch klein. Nehmen wir zum Beispiel an, ich bin 6 Jahre alt. Hier ist unsere Hochzeit. Dann ist da noch mein Vater, der sagt, das ist mein Schwiegersohn und so weiter. Also geht jeder ganz normal mit seinem Leben weiter. Wie soll ich es sagen? Dieses Thema war immer zu Hause präsent. Also werde ich wie ein erwachsenes Mädchen behandelt. Kadir sagt, so habe ich das nicht gesehen. So bin ich nun mal gegangen. Wie du schon sagtest, deine Kindheit war so. Was weiß ich. Hierzu möchte ich jetzt folgende Punkte euch schildern. Erstens, weder eine Videoaufnahme noch eine Tonaufnahme müssen eindeutig sein, nur weil sie offensichtlich sind. Ansonsten bräuchte man keine Forensik in diesen Bereichen. Es gibt eine absolute Wahrheit, nur sind wir nicht immer imstande, sie zu erkennen. Viele denken, zum Beispiel ein Video erklärt sich selbst. Ein Bild sagt 1000 Worte. Aber sie täuschen einen sehr oft. Man mag eine Begebenheit zum Beispiel in einer Videoüberwachung sehen. Das könnte auch eine Straftat sein. Doch so eindeutig, wie es scheint, muss es noch lange nicht sein. Videoaufnahmen sind eine Serie von Bildern, die alle einen zeitlichen Abstand haben. Und genau daher rühren die Probleme. Ein Beispiel. In einem Video feuert jemand eine Waffe ab. Man kann nur 2 Mündungsfeuer sehen, obwohl 6 Schüsse abgegeben wurden. Und zu diesem Resultat kommen wir, wenn 6 Bilder pro Sekunde gezeigt werden. Man könnte jetzt oberflächlich sagen, gut, da das Video eindeutig zeigt, dass nur 2 Mündungsfeuer zu sehen sind, können auch nur 2 Schüsse abgefeuert worden sein. Wenn man nur von der Kamera mehr Bilder pro Sekunde aufzeigt, dann ändert sich dieses Resultat erheblich. Wenn man nun das gleiche Video mit 24 Bilder pro Sekunde aufzeigt, sieht man plötzlich mehrere Mündungsfeuer und dementsprechend mehrere Schüsse. Das verändert jetzt die komplette Aussage. Das gleiche entspricht auch Tonaufnahmen. Allen voran Texte, die durch Tonaufnahmen niedergeschrieben wurden. Video- oder Tonmaterial sind auch nur Zeugen, liebe Zuhörer. Und wie bekannt, können Zeugen natürlich unterschiedliche Sachen erzählen. Viele denken, was eine Kamera zeigt oder eine Tonaufnahme spricht, ist die absolute Wahrheit. Das sind sie aber noch lange nicht. Sprachaufnahmen sind eine Serie von Wörtern, die auf Töne, Riten und Geschwindigkeit und Gebräuche aufgebaut sind. Und anhand dieser Unterhaltung zwischen Hatice und Kadir werden wir das einmal mehr erkennen. Findet ihr das nicht merkwürdig, wie sie ständig auf das Alter 6 beharrt? Als gäbe es keine anderen Gesprächsthemen. Das zeigt, dass sie Kadir unbedingt auf eine bestimmte Richtung lenken wollte. Als habe sie das von Anfang an geplant. Kadir wundert sich, wieso sie plötzlich die Vergangenheit anspricht. Wieso sollte er sich wundern, wenn sie angeblich 6 war und er sie angeblich regelmäßig misshandelt hat? Des Weiteren sagt Kadir, dass er das so nicht gesehen oder gar gemerkt hat. Ja, wie denn das, wenn sie angeblich 6 war und von ihm regelmäßig misshandelt wurde? Der Moderator Mustafa Dennis fragte Mohammed, wieso Kadir die Aussagen von Hatice nicht abgelehnt, sondern eher bestätigt hat. Sein Anwalt hat darauf eine Antwort gegeben und das ist sehr interessant, was er gesagt hat. Wenn man sich die Worte von Hatice ansieht, dann scheint es, als würde sie die ganze Zeit versuchen, bestimmte Antworten bekommen zu wollen.
Kadir İstekli versuchte, die Diskussion zu beenden, daher gab er solche trockene Antworten. So nach dem Motto, okay, okay, damit der Streit nicht weiter ausratet, soll es so sein, wie du sagst. Genau das Gleiche kann auch jeder von uns sagen, der keinen Bock mehr auf die Diskussion mit einer Person hat. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie ich mich mit jemandem am Telefon richtig heftig gestritten hatte. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr zu diskutieren und wollte das Gespräch so schnell wie möglich beenden. Die Person hat dann Dinge am Telefon geäußert, die im Leben nicht auf mich zutreffen. Aber wie habe ich reagiert? Ja, ja, ist okay. Es ist so, wie du sagst. Können wir jetzt endlich auflegen? Das hier ist genau das Gleiche. Und der Anwalt der Familie hat sogar noch ausdrücklich betont, da die Anzeige sich auf keine festen Beweise aufbaut, wurden beide dann noch entlassen. Diese in Text verfasste Tonaufnahme beweist nichts an den Vorwürfen von Hatice. Sie beweist viel eher, wie psychisch gestört diese Frau ist. Und nur weil sie wieder wessen und dessen Kufur-Sitten frei sein wollte, greift sie ihren Vater und ihre komplette Familie mit solch hinterhältigen Methoden an. Unser Fazit lautet daher so. Die Frage, ob sie misshandelt wurde oder nicht, ist mit der Frage, ob sie mit 6 geheiratet hat oder nicht, gleich. Denn die Anklage bezieht sich auf den gleichen Zeitfaktor. Hat sie mit 6 geheiratet, dann wurde sie misshandelt. Hat sie mit 6 nicht geheiratet, dann kann sie auch nicht misshandelt worden sein. Und da wir hier ganz klar bewiesen haben, dass sie mit 6 definitiv nicht geheiratet hat, kann sie logischerweise auch nicht misshandelt worden sein. So einfach ist die Sache.